I. Einfach richtig I. Und was ist das hier für ein Level? Ich möchte gerade bitte dieses Feuerball-Level haben. Ja, genau das. Denn das sah mir nicht nach so viel Puzzle aus. Ja, deswegen möchte ich das jetzt gerade. Wow. Wie auch immer ich das überlebt habe. deshalb möchte ich das gerade zuerst spielen. Wenn das sinnvoll erscheint. Ich habe das Gefühl, dass das totaler Käse ist, was ich mir da überlegt habe. Aber gut. Badelidel-dim-dim, ich bin ein totaler Trottel. Dadelidel-dadelidel-du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 del. Na, das wäre dann Spaß. Diese letzte Welt ist ja mal sowas von ein Abfuck. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Oh. Fuck it. Vielleicht doch nicht so das Level, das ich jetzt gerade spielen sollte, um meinen Kopf von dem da eben zu erholen. Aber na gut, jetzt ist es zu spät. Jetzt bin ich reingegangen. Und das war irgendwie total, total groß. So, oh, verdammt. Okay, aber ich sollte auf jeden Fall die gelben Blöcke als erstes aktivieren. Das sollte so mein erstes Ziel sein. Also, gut, merken wir uns. Zum P-Switch, bis dahin die Truhen ignorieren, dann hier unten auf dem Weg die Truhe mitnehmen. Na, gut, da muss ich dann einmal kurz in Deckung bleiben. So. Zack. Ja, dann muss ich da an sich wieder in Deckung gehen. Oder ich mal schauen, ob das möglich ist, was ich jetzt vorhabe. Und zwar einmal hier den. Wow, das Feuer abwarten. War so die Idee, aber das muss alles noch gefeintuned werden, ne? So. Ja, genau das. Da ist immer noch ein Riesenhaufen Truhen übrig. Warum auch immer ich jetzt resettet habe, das war eigentlich doof. Denn hier kann ich ja an sich immer wieder in das Feuer reinspringen und mich neu brandmarken lassen. Scheiße, das war großartig. Moment, ich kann doch auch. Wow. Nevermind. Ich probiere es nochmal so, wie es am Anfang hat, und dann sehe ich, was ich von da machen kann. Heps. So. Okay, die beiden Truhen habe ich. Jetzt müsste ich an sich wieder zum P-Switch. Vom P-Switch aus könnte ich mir dann die, ja, okay, das sieht nach einem Plan aus. So. Oh, verdammt. Den hätte ich beachten sollen. Dum, 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 dum. Dum, didel, didel, dum, dum, didel, didel, dum, dum. Shit. Sowas auch beachten. Da muss ich dann quasi zum ersten Mal aus dem Lauf raus, weil bis hierhin, ja, muss ich quasi die Taste nicht einmal loslassen. Dann kann ich hier direkt wieder durch. Ach, scheiße. Beziehungsweise kann ich ja durchgehend laufen, ohne anzuhalten. Um mich irgendwie in Acht zu nehmen. Oh, da könnte ich schon. Na, okay. Gut. Gut, gut, gut. Oh. Düdel, didel, didi, 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 didi.
Da war ich sogar zu schnell, verdammt. Das ist jetzt allerdings schon so ein bisschen suboptimal. Denn ich würde ganz gerne eine Routine dafür mir quasi, zusammenfriemeln. So. Hep. So. Ach, verdammt, ich vergesse immer, dass ich auf diesem Block nicht stehen bleiben darf. Ich habe aus irgendeinem Grund das Gefühl, dass ich da sicher wäre. Oh, und da war ich wieder zu schnell. Wie gesagt, ich möchte da eine Routine für haben. Dass ich einfach durchlaufen kann, ohne jedes Mal eine neue Pause timen zu müssen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Okay. So, gut, der P-Switch ist dabei auszulaufen. Dang it. Ich will auf dem P-Switch so ein bisschen gerade stehen bleiben, um ihn direkt wieder hier aktivieren zu können. So, ach, verdammte Scheiße! Boah! Na, was mache ich denn? Hatte ich nicht eben noch davon geredet, dass ich eine Routine entwickeln will? So. Verdammte Scheiße! Mist. So, hier hoch. Ups. Oh. So. Oh, komm. Musst du das jetzt echt jedes Mal machen? Mann. Ups. eigentlich wollte ich nur das Level neu starten. Dann war ich aber doch irgendwie zu schnell. Zack, zack. Ach, verdammt. Ich will da nicht stehen bleiben, sondern einfach weiterlaufen. So. Hänge ich hier nochmal gerade kurz rum. Hui. Jedes Mal! Jedes Mal! Mann! Zum Kotzen! So, diesmal merke ich mir das hoffentlich. Hier rum, die Truhe mitnehmen. Hier hoch, hier anhalten. Hier rüber, die beiden Truhen mitnehmen. Hier runter, ausweichen. Kurz warten. Losrennen. P-Switch. Na, versagen! Völlig versagen! Shit. P-Switch. Hier hoch, kurz warten. Hier hoch. Aktivieren, mitnehmen, mitnehmen, runter. Oh! Bam, 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 bam. So, hier hoch, kurz warten. Hier hoch, hier lang, mitnehmen, mitnehmen, hier runter. Hüpfen. Oh. Hüpfen. Aktivieren, hier. Mann, das ist so fies. Da!
Ich krieg meinen Kopf nicht unter Kontrolle zum Kotzen. So. Pause. Hier hoch. Mitnehmen. Mitnehmen. Hier kurz warten und nicht treffen lassen. Genau. Aktivieren. Sag mal, ich hab doch eben noch dran gedacht, Herrgott. Warum geht das in meinen Schädel nicht rein, dass ich da nicht hoch kann? Oh Mann, ey. Fürchterlich. So. Wow. Ich warte lieber nochmal gerade, damit der Pixel auch definitiv ausgelaufen ist, wenn ich da ankomme. So. Ach. Ja, ich kann auch beim P-Switch nicht stehen bleiben, ich weiß. Boah. Nee, so. Okay, das kann ich tun. Also jetzt nicht mich umbringen an der Stelle, sondern da auf der einen Seite direkt runterhüpfen, nachdem ich den Switch aktiviert habe. Wow. Oh, ich hätte mich sogar noch gerettet, aber nein. Panik. So, nein. Scheiße, noch eins. Ich krieg schon wieder diese Laune, ne? Hatte ich seit der BBMTV-Zeiten nicht mehr. Obwohl doch. Einmal bei dieser Zelda-Geschichte kürzlich. Aber das habe ich ja nicht hochgeladen. So. Gehen wir es einfach eine Fuhre langsamer an. Da finde ich ganz oft. So. Dam 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 dam. Okay, so. Dieses Buch wäre dann ebenfalls eskortiert. Und jetzt muss ich quasi als nächstes was tun. Ja, ich muss. Okay. Gut, probieren wir es einfach aus. Wenn es nicht funktioniert, Arsch lecken. Moment, was bin ich denn eigentlich für ein Trottel? Und warum habe ich das jetzt resettet? Ich darf nicht resetten, bis ich sterbe. In diesem Level nicht. Ganz großes Kino. Ganz gigantisches Kino. Nimm ihn mit. Geh hier runter. Halt ganz kurz an, der Sicherheit halber. So, mach eine kurze Pause, spring hier rüber, aktiviere den Scheiß. Nimm die beiden mit und bleib hier unten. So. Dann machst du das jetzt quasi nochmal. Das habe ich jetzt eigentlich gerade anders gemacht. Ach ja, genau, ich hatte ein anderes Timing von den Schüssen drin, genau. Okay. Dum 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 dum. So. Na, haha, komm. Bring mich um. Ich bin aus dem Timing. So. Möchte ich das nämlich machen?
Haha. Okay, so, wäre jetzt nur noch das letzte Buch dort hinten übrig, was ziemlich ätzend zu bekommen ist. Weil das Timing wirklich widerlich ist. Nee. So. Und jetzt muss ich die beiden unterbringen in ihren Wohnungen. So, ich kann Alice hier stehen lassen. Nein. Lassen wir das. So, wo sind potenzielle Safe Spots? Wenn der P-Switch aktiviert ist, direkt unterm Switch, da werde ich Marissa stehen lassen. Ich muss das ein bisschen planen, jetzt so im Voraus. Also gut. Go, Marissa, go. Wie habe ich mir das eigentlich gedacht? Na.